Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zur Folge 2 der Reihe über Göttinnen und Götter, Geister und Dämonen und große Magier. Und die heutige Folge ist überschrieben mit dem Titel Vom Logos zum Mythos. Was soll das heißen? Die großen polytheistischen Religionen, die Naturreligionen mit ihren Göttinnen und Göttern, Geistern und Dämonen, sind vollkommen anders gestrickt als die drei monotheistischen Religionen. Das ist eine Binsenweisheit, aber man kann es nicht oft genug unterstreichen. Und die drei großen monotheistischen Religionen, wiederum das Judentum, das Christentum und der Islam, sind nicht zu begreifen, wenn man nicht wesentliche Momente der griechischen klassischen Philosophie versteht, einer Philosophie, die eben mit auch von Sokrates, Platon und Aristoteles entwickelt wurde und die das Erscheinungsbild Europas, aber auch der Welt um das Mittelmeer herum ganz, ganz stark geprägt haben. Das war im 5. und 4. vorchristlichen Jahrhundert und einer Zeit, in dem die alte Welt mit ihren Naturreligionen, mit ihrem Polytheismus an ein gewisses Ende gekommen war, wenn man so will, zumindest was Europa, Mitteleuropa angeht. Eine Welt, die man die mythische Welt nennt. Und so bedeutet eben der Titel vom Mythos zum Logos genau den Übergang von diesen mythischen, naturreligiösen Vorstellungen zu einem logisch-wissenschaftlichen Denken. Nun ist eben das Frappierende, ich habe den Titel ja genau umgekehrt, vom Logos zum Mythos, dass gerade im 20., 21. Jahrhundert unser Interesse an diesen mythischen Vorstellungen, naturreligiösen Vorstellungen auch immens gestiegen ist und immer wieder steigt, weil die Moderne eine starke Kritik auch im Abendland in Europa, eine starke Kritik übt am sogenannten logischen Denken, wie es in dieser klassisch-griechischen Zeit entwickelt wurde. Wir müssen also, wenn wir die Naturreligionen in ihren wesentlichen Momenten verstehen wollen, ein wenig uns auch mit der anderen Welt beschäftigen, mit der sogenannten logischen Welt der monotheistischen Religionen. Deswegen ist die heutige Sitzung dem großen Unterschied zwischen den Naturreligionen und den monotheistischen Religionen in ihrem philosophischen Gehalt gewidmet. Die klassisch-griechische Philosophie, Sokrates, Platon, Aristoteles, verbindet man natürlich mit der Stadt, dem Ort Athen. Und diese klassisch-griechische Philosophie ist nach Vorderasien gekommen, nach Ägypten gekommen, sie ist weitergegangen bis nach Indien durch die Eroberungszüge Alexanders des Großen. Danach kam es in diesen Gebieten fern von Europa zu einer starken Auseinandersetzung auch mit dieser griechischen Philosophie und auch das Judentum der Nachbarn. Babylonischen Zeit eben auch nach Alexander hat sich ganz stark mit dieser neuen Art Weltdenke auseinandergesetzt. Ein großes Zentrum der griechischen Philosophie wurde dann auch in der Spätantike Alexandria in Ägypten und der Katholizismus hat ganz wesentliche Momente der platonischen Philosophie in sich aufgenommen, vermittelt durch einen spätantiken Philosophen Plotin. Das ist eine eigene Geschichte. Auch der Islam, der im 7., 8. nachchristlichen Jahrhundert entstanden ist, hat wesentliche Momente der griechischen
Philosophie rezipiert, aufgenommen, abgelehnt, aber sich im Unterschied und mit dieser Philosophie auseinandergesetzt und ist so in wesentlichen Momenten auch geworden. Diese monotheistischen Religionen haben sich eben abgewandt von diesen naturreligiösen Vorstellungen. Und worin besteht nun der wesentliche Unterschied zwischen diesen naturreligiösen Vorstellungen und dann den Vorstellungen, wie wir sie in den drei monotheistischen Religionen haben? Bin darauf schon ein wenig in meiner Einführung eingegangen und möchte im Folgenden eine ganz vereinfachte Darstellung der großen Unterschiede geben, die natürlich Widerspruch bei Ihnen hervorrufen werden, aber an denen ich doch festhalten will, cum grano salis, wie mein Vater gesagt hätte, weil ich sie im Grunde genommen im Wesentlichen für richtig halte. Was zeichnet die drei monotheistischen Religionen im Unterschied zu den Naturreligionen aus? Natürlich einmal eben, dass es nur einen Gott gibt und nicht viele Götter. Und dieser eine Gott hat Momente, denen die naturreligiösen Götter nicht haben. Denn dieser eine Gott ist allmächtig, allwissend, er ist ewig unzeitlich, er ist letztlich unbegreiflich und es ist ein guter Gott. Wer an diesen Gott glaubt, glaubt an die Wahrheit, glaubt an eine unveränderliche, zeitlose, ewige Gesetzmäßigkeit, Ordnung, die dieser Gott der Welt gegeben hat. Zweitens, seine Seinsweise ist jenseits der menschlich zugänglichen Vorstellungen. Er ist letztlich nicht verstehbar, logisch nicht erfassbar. Auch Theologen sind sich darüber bewusst, dass sie eben Aussagen machen, die wissenschaftlich theologisch sind. Aber letztlich wissen sie, dass Gott in seiner Unbegreiflichkeit ihnen nicht zugänglich ist. Er ist unergründlich. Gottes Wille ist unergründlich und der Mensch muss sich darum bemühen, seinem Willen gerecht zu werden, weiß es aber mit Gewissheit letztlich nie. Drittens, wenn dieser Gott zu den Menschen spricht, dann immer als innere Stimme, in sinnlicher Erscheinungsform tritt er direkt nicht mehr auf, vermittelt durch die Welt, die er geschaffen hat, aber direkt tritt er nicht mehr den Menschen gegenüber. Viertens, dieser Gott ist eben ein transzendentes Sein, eine unkörperlich zu verstehende Göttlichkeit, die in starkem Gegensatz zu setzen ist zur körperlichen Welt. Das hat man dann zurückgeführt oder ist zurückzuführen auf das, was man die platonische Verdoppelung der Welt nennt, eben auf die klassische griechische Philosophie, die unterscheidet zwischen einem transzendenten Sein, das wahr, gut, ewig, geistig, nicht körperlich ist, nicht Materie ist, eine metaphysische Welt. Meta heißt eigentlich nach Physik, nach der Physik, das kommt durch eine Einteilung der Bücher von Aristoteles. Aber meistens wird das gebraucht im Sinne von transzendent, unkörperlich, wahr und ewig. Und im Unterschied dazu hat Platon dann mit diese Unterscheidung in die Welt gesetzt, dass es eine Welt der Erscheinungen gibt,
so hat es dann später auch Kant formuliert, eine Welt der Materie, der physischen Erscheinungen, die zeitlichen Veränderungen unterworfen ist, die eine nicht in ihren Erscheinungsformen nicht wahr ist, so wie das transzendente Sein, auch die dann, wie die Religionen sagen, sündhaft schwach ist, auch schon dieses Moment, haben wir bei Platon zumindest in Ansätzen da, man spricht von der platonischen Leibfeindlichkeit. Da fünftens dieser Gott nicht per Definition ganz anders ist als das, was wir Menschen erfahren können, denken können, ist er ein sehr ferner Gott. Er ist eben wirklich logisch nur sehr schwer nachvollziehbar vom Verstand her, aber auch gefühlsmäßig ist er zwar da, aber nicht festschreibbar, nicht definierbar. Er ist, man ahnt, man fühlt ihn, er spricht zu einem, aber er ist nicht festzumachen. Ein weiteres Moment dieses transzendenten Seins ist das, was dann in den Religionen vor allem zum Ausdruck kommt. Die Religionen verbinden nun diese platonische Verdoppelungsvorstellungen mit Moralvorstellungen und so wird aus einem an sich amoralisch gedachten Sein bei den griechischen Philosophen ein strafender Gott, ein Gott, der stark moralische Gesetze gibt, der ein jüngstes Gericht den Menschen ansetzen wird, der nach dem Tod entscheidet, ob man in den Himmel oder in die Hölle kommt. Denn von nun an gibt es eben diese zwei Welten, die gute Welt und die im Extremfall die böse Welt, die Hölle im Unterschied zum Paradies und zum Himmel. Dieser strafende Gott ist aber auch ein verzeihender Gott. Ein Gott, der gütig ist und das Schöne liebt und letztendlich den Menschen dann auch, wenn er will, ihm verzeihen wird. Auch das haben wir selbstverständlich in den Religionen, den drei monotheistischen Religionen. Ein ganz wesentliches Moment dieses einen Gottes ist, Entschuldigung, er ist allmächtig, er ist universell und dieser eine Gott ist für alle Menschen da und alle Menschen müssen diesen einen Gott erkennen und ihm folgen. Er hat einen absoluten Machtanspruch und zwar in jeder der drei Religionen, im Islam, im Christentum, auch im Judentum, auch wenn, Entschuldigung, dieser eine Gott im Judentum für die Juden da ist und in dem Sinn ist das eben keine Religion, die Nicht-Juden, ein Gott, der Nicht-Juden betrifft. Um noch einmal den Unterschied klarzumachen, die wichtigsten Momente, die Naturreligionen von monotheistischen Religionen unterscheiden. Monotheistische Religionen haben einen starken Dualismus von Gut und Böse, Wahr und Falsch, ewig und zeitlich, transzendent und physisch, der eine und die Vielfalt der Erscheinungsformen in der Welt. Und diese Vorstellung, diese Dualität, die treffen wir bei den Naturreligionen nicht an. Naturreligionen sind ganzheitlich zu denken. Sie sind
einem prozessualen Denken verpflichtet. Sie sind alogisch. Und diese Aufteilung zwischen göttlichem Sein und menschlichem Sein, die finden wir bei ihnen eben nicht. Es gibt keine qualitative Unterscheidung zwischen den Göttern und den Menschen, nur eine graduelle Unterschiedlichkeit, die sich zum Beispiel in der Subsistenz ihrer Stofflichkeit auswirkt. Aber wie gesagt, die Götter können mit den Menschen in direkten Kontakt treten, weil sie eben doch auch eine physische Präsenz zeigen. Sie sind daher den Menschen näher. Ich finde, wenn man das so sich anschaut, ein wunderbares Beispiel dafür, eine Literatur zu diesem Aspekt bietet wirklich Bruce Chatwin für Australien und die Indigenen dort. Ich werde auf seine Reisebeschreibung auch einkommen. Eben eine Welt, in der die andere Welt der Götter, der Ahnen immer präsent ist und ganz, ganz, ganz nahe ist. Wir merken das auch noch in den Schriften von Homer, in der Ilias noch mehr. Wir merken das bei den Begegnungen, die Athene und Aphrodite in der Ilias mit den großen Helden kennzeichnet. Sie sprechen mit den Menschen, sie sprechen mit den Griechen, sie sprechen mit den Trojanern, sie beraten sie, sie warnen sie, sie pushen sie zu bestimmten Aktionen, sie materialisieren sich. Und das ist eben ein ganz großer Unterschied zu den zu den monotheistischen Religionen. Man muss sich das einfach ganz deutlich machen, wie diese Göttinnen und Götter sich von den drei monotheistischen Ein-Gott-Vorstellungen unterscheiden, um sie auch in gewisser Weise wertschätzen zu können. Denn ihre Moral, ihre Lehren, ihre Weisheitslehren sind eben vollkommen anderer Art als die, die wir aus den großen drei monotheistischen Religionen ziehen können. Das nächste Mal möchte ich Ihnen die Göttin Hera vorstellen und werde versuchen, da ein wenig deutlich zu machen, was so eine Weisheit sein kann, die uns diese mythischen Vorstellungen vermittelt.